Eine kurze Anekdote aus der Psychotherapie. Ich hatte gestern ein sehr intensives und nettes Gespräch mit einer jungen Dame. Sehr hübsch, die interessanterweise darüber geredet haben, wie blöd Männer sind. Und zwar nicht blöd, sondern ich meine, die Hauptaussage ist, ich hasse Männer. Hasse Männer und ich bin eine richtige Männerhasserin geworden, sagte sie und hat das in vielen Beispielen erklärt, warum eben Männer blöde Wesen sind und tatsächlich hat sie in ihrer Biografie schon einiges mitgemacht, was verständlich macht, dass sie zu dieser Ansicht gekommen ist. Das Paradoxe daran ist nur, dass ich eben auch ein Mann bin und das, glaube ich, ist ja nicht verborgen geblieben, aber das war eben überhaupt nicht Teil und darauf will ich hinausgehen, dass es so gut ist, wenn der Therapeut einfach ganz neutral ist und wenn sein Leben ganz draußen ist und wenn er als Person ganz draußen ist, sodass eben jemand ohne Probleme sagen kann, Männer sind Schweine, ja. Und Männer sind schlecht und überhaupt, also ich gehe mal davon aus, dass sie nicht glaubt, dass ich ein Schwein bin, weil sonst würde sie mir das nicht erzählen, aber dass sie eben generalisiert in ihrer Emotionalität und dass also der Therapeut gar nicht da ist. Und das ist das Ideal, nicht, dass der Therapeut eine Unperson ist, also eigentlich nur eine asexuelle und Spiegelfront, wo sich einfach der Patient dann mehr oder weniger mit sich selbst unterhält, der Fragen stellt. Ich habe dann schon gesagt, naja, aber alle Männer vielleicht nicht. Ich meine, haben sie vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht? Sie hat dann gesagt, oh ja, Herr Doktor, alle Männer, glauben Sie mir, alle Männer. Und ich habe halt gelacht und sie hat auch gelacht, weil sie sich sehr wohl gefühlt hat. Aber das war eine sehr interessante, also ich glaube, wenn man das gefilmt hätte, da wäre man sehr, das wäre ein spannendes, eine Spannung gewesen oder ein spannendes Paradoxon, dass eine junge Frau einem alten Mann sagt, wie blöd Männer sind, aber und er ihm empathisch zuhört und sagt, ja, voll blöd und so. Ja. Das ist Psychotherapie vom Feinsten, wenn man alles sagen darf, nicht? Also das ist meine Aussage, abgesehen von dieser komischen, paradoxen Begegnung. Ja, das ist Psychotherapie. Alles darf gesagt werden. Nirgends wird moralisiert oder verbessert oder die eigene Weltanschauung hineingebracht. Natürlich glaube ich nicht, dass alle Männer Schweine sind. Und natürlich weiß ich, dass sich viele Männer schon gegenüber Frauen sehr schlecht verhalten haben. Umgekehrt übrigens auch, aber vor allem darf in der Therapie eine emotionale eben Generalisierung stattfinden im Moment. Ja. Also sie sagte dann auch, ich würde gerne andere Erfahrungen machen und weil ich würde ja gerne eine Familie haben. Also insofern sind wir schon auf einem guten Weg, wenn wir dann irgendwann erkennen, dass nicht ganz alle Männer Schweine sind und sie braucht ja auch nicht 100, sondern eben nur einen. Und vielleicht gibt es einen Mann, der kein Schwein ist für sie. Das wäre gut, aber diese Neutralität des Psychiaters, das hat mir, oder des Psychotherapeuten, das hat mir irgendwie sehr gefallen, weil man total im Leo steht. Ja? So wie beim Fangenspielen steht man im Leo, also man kann nicht gefangen werden. So irgendwie, man ist total gar nicht dabei, man hört sich das alles nur an. Aus der Distanz. Ich weiß nicht, ob Sie damit was anfangen können, aber ich fand das irgendwie ein sehr schönes Erlebnis, weil auch so viel Vertrauen da war und so eine gesunde Rücksichtslosigkeit dem Therapeuten gegenüber. Das mag ich auch, wenn die Patienten dann ganz ehrlich sind. Ja, wenn sie sagen, wenn sie auch Negatives sagen, oder das hat mir gar nichts gebracht die letzten Stunde, oder da war ich sauer auf sie oder so. Das darf alles sein. Weil es ist ja kein Kaffeetratschchen, sondern es ist, also da muss man wirklich ganz runtergehen in die Bauchgefühle, sie aussprechen, aber dann auch reflektieren und das macht man dann gemeinsam, weil der Therapeut einfach auf der Seite des Patienten ist und nicht
ein moralisierendes Über-Ich, das dann sagt, das darfst du nicht sagen. Und dieses Wort, und das ist generalisieren und überhaupt ist das politisch nicht korrekt. Also das gehört alles, das ist nicht Therapie. Gut, herzliche Grüße, Raphael Bonelli.